Was nimmt Uplay für Drogen? Hallöchen Leute, zu einer neuen Folge Random Game auf dem Kanal der Unlucky Nerds von mir, dem Gamer Freak. Wie ihr schon unschwer erkennen könnt, gibt es heute mal eine Runde Trials Fusion zu sehen. Das hat aber auch einen bestimmten Grund. Also ich will jetzt hier gar nicht so krass auf einen Let's Play eingehen oder sowas, sondern es wird mal so ein bisschen... Es ist schon Let's Play, aber ich will hier auch mal ein bisschen zu ein, zwei Themen meine Meinung da lassen. Ein Thema davon, das seht ihr schon ein bisschen im Hintergrund, dieses komische Ding mit dem Einhorn und der Katze obendrauf. Aber egal, da kommen wir später drauf zu, denn ich frage mich, was nimmt Uplay für Drogen? Also jetzt mal ganz ehrlich. Denn, wer Trials Fusion kennt, es ist, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, ein Motorradspiel, wo es ein bisschen auf die Geschicklichkeit angeht. Ja, die meisten werden die Trials-Serie kennen, sag ich mal. Ja, und auf jeden Fall, da kam jetzt so ein DLC raus. Ich meine, hier gibt es ja schon ein paar und jetzt gab es eben noch ein DLC, was diese letzten beiden ich nenne es mal Pakete beinhaltet. Erstmal, das erste, warum ich mich aufrege. Ich habe mir Trials Fusion geholt mit dem Season Pass. Season Pass sorgt dafür, dass man die DLCs schon hat dann dadurch. Jetzt frage ich mich, warum kaufe ich mir einen Season Pass, wenn dieses fucking DLC da nicht mal drin ist. Das ist, finde ich, die erste Frechheit, ja. Also waren 10 Euro, die ich auf das Spiel noch extra drauf zulegen musste. Drauflegen musste, sagen wir es so. Und dann, hier in diesem ersten Paket hatten wir so ein paar normale Strecken. Alles nicht schlecht. Ein paar Extreme. Nur ein Extrem, oder ein? Na gut. Extrem spiele ich sowieso nicht so gerne. Ich bin sowieso nicht so pro, aber egal. Und dann gibt es hier noch so eine Art, man möge es nennen, Story-Modus. Und da schauen wir jetzt mal rein. Denn da kommt es nämlich, ja, direkt mal zum ersten Thema drauf. Und zwar, was nehmen die für Drogen? Ganz kurz, das Video müsste in 60 FPS kommen, wenn alles gut geht. Denn, in 30 FPS sieht Trials Fusion ein bisschen scheiße aus. Ich bin gespannt, das ist das erste Video, was ich in 60 FPS aufnehmen werde. Ich freue mich schon aufs Uploaden von meiner 16K-Leitung, aber egal. So, das Ganze ist jetzt hier so ein bisschen Story-Modus. Und, soweit ich jetzt in Erinnerung habe, dürfte diese erste Strecke noch ganz normal sein. Wir sehen, wir haben ein ganz normales Moped und so weiter. Dann fahren wir die auch mal stinknormal. Ich hoffe, ich kacke jetzt nicht so sehr rein. Wow, what the fuck. Denn reden und fahren bei Trials Fusion ist gar nicht mehr so einfach. Denn Trials hat es ganz schön in sich. Ja, toll, woher soll ich das wissen? Dass da so eine Scheiße rauskommt, ey. Das ist ganz schön tricky. Hm? Wow, TF, ey. Jetzt haben wir da so eine Blaupause, ja. Mit dieser Blaupause wird es jetzt ziemlich... Halt! Nein! Wird es jetzt ziemlich, ich komme hier nicht drauf klar. Kurios, sagen wir es mal so. Aber egal, wir fahren jetzt Level erstmal noch zu Ende. Alter, dass ich die Sachen so spät aufbauen muss, macht mich in diesem Spiel echt kirre, ne? Also 6 Fehler hätten nicht sein müssen, aber wie gesagt, beim Reden ist das ein bisschen, naja. So, jetzt schaut mal auf den Monitor, was passiert. Ja, wir sehen da schon so ein bisschen was mit einer Katze und alles. Und jetzt, Leute, wirklich, da kann man sich nur noch fragen, was für Drogen die nehmen oder wen, wer auch immer den Entwicklern da ins Hirn geschissen hat. Also, ne. Ich weiß nicht, ja, genau. Wir fahren jetzt kein Moped, sondern zieht es euch rein, mit was wir jetzt unterwegs sind. Also, dieses Geräusch. Ne, sorry, Leute, also... Wie kann man so einen Scheiß bringen? Jetzt mal ehrlich. Als ich das im Trailer gesehen habe, dachte ich mir nur so, what the fuck? Was ist falsch mit diesen Entwicklern? Zum Glück, also das weiß ich schon. WTF. Zum Glück ist dieses Pferd nicht multiplayer-fähig. Sind wir mal ehrlich. Also zumindest bin ich auf dem Stand, dass es nicht Multiplayer-fähig ist. Ist jetzt kein Safe-Call, aber ich denke mal. Ich hätte Multiplayer keinen Bock.
mit einem Moped gegen so ein Pferd hier anzutreten. Denn erstmal ist es total bescheuert. Und abgesehen davon stört sich dieses Ding einfach nur total bescheuert. Und mir stellt nur die Frage, wie kommt man auf sowas? Warum sagt man sich als Entwickler, hey, wir haben ein relativ... Alter, WTF, dieses Port, ne? Wir haben eine relativ erfolgreiche Serie mit diesem Spiel, was sich Trials Fusion nennt, beziehungsweise Trials generell. Was können wir denn so einbauen? So. Da zieht der Erste seine, keine Ahnung, was weiß ich, Line, weißt du? Oder was weiß ich, was für Drogen die da nehmen und sagt sich, ey, lass doch mal ein Einhorn nehmen, wo eine Katze drauf reitet, die eine Pistole in der Hand hat. Also, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Vor allem, ich raff dieses Level gerade nicht. Das teleportiert mich hier von A bis Z. Und irgendwie macht es null Sinn. Jetzt mal ehrlich, also, was ist hier falsch? Das schaff ich doch nicht mal. Ich hab doch nicht mal genug Schwung mit diesem scheiß Pferd, ey. Nee, also ich finde die DLC ein bisschen lächerlich. Und ja, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, also wenn ein paar unter euch dabei sind, die Trials auch mal ganz gerne spielen, würde mich mal die Meinung, oder generell auch die, die Trials vielleicht nicht spielen, würde mich die Meinung wirklich mal interessieren, was ihr dazu sagt, wie man auf so eine Idee kommen kann. Also ich kann nur sagen, ich finde es lächerlich und deswegen... Alter. Deswegen werde ich jetzt auch nur dieses Level hier mit diesem Pferdchen zu Ende spielen. Und dann, Alter, das macht so null Sinn, dieses Level. Nee, komm. Deswegen werden wir jetzt auch mal wieder zu den normalen Strecken gehen, sagen wir mal. Raus aus diesem bescheuerten Story-Modus. Ich glaube, den werde ich nie spielen, ey. Es sei denn, ich habe selbst Drogen. Und das wird nicht vorkommen. Ja. Achso, das ist ganz lustig, nochmal kurz zurück. Redlings ist sozusagen vom ja, Entwickler selbst. Und Allstars ist von der Community gemacht. Das finde ich eigentlich sehr lustig. Aber wir nehmen jetzt erstmal die offiziellen Strecken sozusagen. So, nehmen die Pit Viper. Und dann will ich auch schon mal weg von diesem Pferd. Ey, damit will ich mich wirklich gar nicht mehr weiter beschäftigen. Ich komme darauf nicht klar. Nein. als ich mir dieses DLC eben kaufen wollte, ja, also kurz zur Verständigung, wir haben es, wie spät haben wir es? 14, 15 Uhr so ungefähr. Ich wollte mir das DLC kaufen, bei Uplay direkt, kostete, ja, einen Zehner und das Spiel selbst oder das DLC, was weiß ich, ist ab 12 Jahre, ja, spricht da nichts dagegen. Oh Gott. So, ja, wie gesagt, wollte ich mir kaufen. Und was sagt mir dieses Scheißspiel? Oder Ubisoft, ja, eher gesagt. Ich kann mir das Spiel nur zwischen 22 und 6 Uhr morgens kaufen. Ja, wegen den Jugendschutz, ja, Richtlinien, whatever. Ja, wegen den Jugendschutzrichtlinien. Und da denke ich mir, es ist wieder sowas, wo ich mir einfach denke, wie bescheuert ist das? Weil ich meine, sagen wir einfach mal, da ist ein 10-jähriges Kind, was sich dieses Spiel eigentlich wirklich noch nicht kaufen darf, ja? Meint ihr, es wird davon abgehalten, wenn da steht, dass man sich das nur zwischen 22 und 6 Uhr morgens kaufen kann? Ich glaube eher nicht. Das ist die beschissenste... beschissenste... ja, Absicherung, sage ich mal, die ich je gehört habe. Und, ja, so, was sagt man, Publisher, Entwickler, was weiß ich, Sachen wie EA, Ubisoft halt, die unterstützen ja ungern so Seiten, wo man ihre Spiele günstiger kaufen kann, ja. Beispiel MMOGA, G2A. Da muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen, tut mir leid, Ubisoft, aber wenn du so eine, was mache ich hier? Wenn du so eine beschissene, ich nenne es jetzt einfach mal Richtlinie hast oder sonst was, dass ich mir dieses Spiel
Hoppala. Nur zu bestimmten Uhrzeiten kaufen kann, ja. Dann muss ich sagen, sorry. Dann kaufe ich mir das Spiel aber sowas von woanders. Jetzt müssen wir uns konzentrieren hier. Das ist die Sache mit dem Reden und Zocken gleichzeitig. Das ist nicht immer gut. Ja, ich sehe auch nichts wegen der Sonne. Vielen Dank. So. Ja, tut mir leid, aber da ist man ja quasi gezwungen, das woanders zu kaufen, ja. Weil ich meine, welcher Mensch auf Erden, klar, wird es da welche geben, ja. Aber jetzt mal übertrieben gesagt, wenn ich mir ein Spiel kaufen will, online, dann kaufe ich mir das, um das sofort zu spielen. Und nicht um, ja, und ich habe doch keinen Bock, bis 22 Uhr zu warten, um dieses scheiß Spiel zu kaufen. Also jetzt mal ehrlich. Kann ich nicht so nachvollziehen. Und finde ich auch sehr bescheiden. Und ich denke mal, es ist Aussage genug, dass wir jetzt gerade, weil ich gucke auf mein Handy, wir haben es 15.21 Uhr. Ich habe mir das Spiel heute gekauft. Ja, also jetzt so innerhalb dieser Stunde. Ich glaube, dann kann sich jeder ausmalen, dass ich das nicht bei Uplay gekauft habe. Es gibt so manche Sachen, die muss man nicht unterstützen. Oh Gott. Warte mal, aber ich kann doch bestimmt auch oben lang, oder? Erstmal Bunnyhop des Todes schon mal nicht gemacht hier. Naja, aber was soll's. Grundsätzlich habe ich auf jeden Fall die Themen halbwegs abgeklappert, die mich mega gestört haben eben. Ja, ich bin gespannt, was ihr auf jeden Fall zu diesem Pferdchen sagt. Oder zu diesem Einhorn oder was auch immer es darstellen soll. Meine Meinung habt ihr ja jetzt. Ja, und generell, was ihr so zu diesen angesprochenen Themen sagt halt, auch mit diesen beschissenen, was mache ich denn hier? Spielen und reden ist echt nicht gut, ey. Ja, was ihr dazu sagt, mit der Jugendschutzoption und so weiter. Ich meine, Jugendschutz ist ja generell keine schlechte Sache, ja. Ich meine, gut, jeder kennt es, Leute, die, keine Ahnung, noch keine 16, 18 sind oder sonst was und ein Spiel haben wollen, was aber in einer höheren Altersgruppe ist. Was mache ich hier? Ich meine, jeder von uns weiß, diese Leute kommen dennoch an dieses Spiel ran. Ja, also generell so diese Online-Jugendschutz-Sachen sind ja generell für den Arsch, sag ich mal. Also selbst bei Läden wie, keine Ahnung, wie heißt es hier, Mediamarkt oder der Konkurrenz, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Selbst da kann man zu irgendwelchen Leuten hingehen und sagen, ey, kaufst mir das Spiel mal, ja klar, mache ich, dankeschön, und schon hast es. Ja, also das ist generell keine große Sache. Aber wirklich einfach zu sagen, du darfst dir das Spiel erst ab 22 Uhr kaufen und bis 6 Uhr morgens. Das ist die bescheuerste Lösung. Aber naja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr euch da zu dem Thema in den Kommentaren mal ein bisschen auslassen würdet. Und ja, das waren so die drei Themen, die ich mal ansprechen wollte. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die anderen Strecken, denn ich weiß nicht, wie viel Teil ich daraus machen werde jetzt. Gucken, wir sind circa jetzt schon 15 Minuten im Aufnehmen. Ich mache hier aber gerade Scheiße, ne? Beim Reden ist echt schwierig zu fahren, ne? Weil das Spiel ja so schon sehr... Ja, es ist nicht gerade einfach, ne? Muss man ja schon mal sagen. Das sind zwar noch mittlere Strecken und sowas, aber wenn man so am Labern ist, muss man sich schon ein wenig mehr konzentrieren. Generell, das ist ja... Ich finde, es ist ja immer so lustig, die Leute, die dann sagen, so von wegen, ja, ist so easy und sowas. Aber ganz ehrlich, zockt mal so eine Runde Battlefield oder sonst was. Oder generell zockt mal und redet dabei, ja? Also so richtig kommentieren halt. Es ist nicht so einfach. Also ich sage immer ganz gerne, von 100% Konzentration, die eigentlich aufs Spiel gehen, gehen dann 50 aus Reden oder sowas. Also man merkt es schon. So, ein paar Mittelmaps hier. Pete Vipe, ja. Eis- und Feuerprobe. Ne, also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das jetzt
ja so eine Ausnahme war mit diesem komischen DLC. Oder ob das jetzt hier in Trials Fusion so ein baldiger neuer Trend vielleicht sogar für den nächsten Teil wird. Ich hoffe es nicht. Das wäre dann auf jeden Fall mal so ein Teil, den ich mir nicht kaufen würde. So. Ah Gott, jetzt weiß ich, wo ich lang muss. Das schaffe ich nicht. Ah doch, nice. Ah Gott. Habe ich nochmal Lack gehabt hier. Vielleicht schaffen wir sogar die Map mal mit 0 Fehlern, aber wahrscheinlich, weil ich es gesagt habe, nicht mehr. Einfach mal ein bisschen konzentrieren. Ja, sag ich doch. Ich wollte nämlich gerade sagen, so einfach mal ein bisschen konzentrieren. Und da war es schon. So, also ich habe auf jeden Fall noch vor, oh, ich sag mal, eine schwere Map noch zu zocken hier. Ach komm. Und dann, ja, mach ich aber erst wieder Feierabend. Also für diese Folge. Schon mal im Voraus, wenn ihr auf jeden Fall mal mehr Trials Fusion sehen wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Ich hatte eigentlich sogar mal mit der Viva Krawall, die sollte ja der ein oder andere auch noch kennen, mit der habe ich eigentlich auch schon im Multiplayer Trials Fusion aufgenommen gehabt. Leider aber mit 30 FPS und ich muss sagen, als ich mir die Aufnahme angeschaut habe, 30 FPS kann man sich echt nicht, geben. Ja, in diesem Spiel, weiß ich nicht. Sieht einfach scheiße aus. Deswegen nehme ich jetzt mal experimentell the first time in 60 FPS auf. So, eine schwere Map, das ist dann die letzte für diese Folge. Ich hoffe, ich werde mich jetzt nicht so blamieren. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich werde wahrscheinlich ein wenig ruhiger sein. Kann ich hier unten lang? Ja, ich könnte hier unten lang. Wenn ich es nicht versaut hätte. So. Jawohl. Ja, nochmal gerettet. Ja, genau. Stoß dir halt den Kopf, du fetter... Keine Ahnung, was. Ja, also für Leute, die das Spiel eventuell nicht kennen. Damit komme ich jetzt zwar eventuell spät. Aber man sollte sich das Spiel... Oh Gott. Ja, man sollte sich das Spiel nicht zulegen, wenn man Probleme mit dem Puls hat oder sowas. Was mache ich denn hier? Eben konnte ich da doch durchfahren. Da ist ein Loch. Dieses Spiel mobbt mich. Ja, man kann hier ganz gut ragen in diesem Spiel, muss man. Alter, fick dich doch. Ich hab keinen Bock mehr. Dieses Fick-Hindernis, ne? Das ist wahrscheinlich so das einzige Hindernis, was, was diese Strecke als schwer ausmacht. So, jetzt bin ich endlich mal hoch genug gekommen. Geht doch. Ja, also in diesem Spiel fährt der Puls relativ schnell hoch, wenn man 5-6 Mal am gleichen Hindernis steht. Muss man ganz ehrlich sagen. Und so richtig Spaß macht das Spiel erst im Multiplayer. Ja, wenn dann, keine Ahnung, drei Leute gleichzeitig ragen. Da muss man teilweise, obwohl man ragen könnte, ziemlich lachen. Das ist schon... Ist schon sehr lustig. Und ja, so wie gesagt, wenn ihr das Spiel mal ein paar Mal öfter sehen wollt, dann ja, damit in die Kommentare. Dann werde ich das Ganze mal machen. Okay. Nach vorne lehnen hilft manchmal. Möchte man meinen. Jawohl, Junge. Und geschafft. So, ich würde sagen, da ich das Spiel sowieso in 60 FPS renne, dadurch das Dateiformat ein wenig größer wird und wir schon bei über 15 Minuten sind und sich meine 16K Leitung freut, war es das denn für heute. Ja, hinterlasst eine Bewertung und äußert euch zu den drei angesprochenen Themen. Würde mich zumindest freuen und äußert euch darüber, ob ihr noch mehr Trials Fusion sehen wollt. Ob allein oder Multiplayer. Das ist ja erstmal dahingestellt. Na gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, euer Gamer.